Servus YouTube und Freunde des Landwirtschaftssimulators, zurück zu einer Modvorstellung. Ja, heute gibt es wieder einen Radlader bzw. Teleskoplader, eher ein Teleskoplader, und zwar von Weidemann den 4270 CX100T für ganze 17.000 Euro und 100 PS Leistung bekommen wir dafür. Das ist ordentlich, ist also ein toller Hoflader, 20 Euro Unterhaltskosten bietet er. Bild, Logo, akzeptabel. Ja, und hier ist das schöne Teil. Und es sieht wirklich von hier aus schon mal echt nice aus. Also das kann man echt sagen. Hoffentlich spuckt die Lok diesmal was aus. Und sie spuckt wieder nichts aus. Warum auch immer. Das Teil ist gerade frisch gekauft worden, nachdem ich die Lok geklärt habe. Anscheinend haben die keine Fehler. Ich gehe wieder davon aus, dass der Mod fehlerfrei ist. Das ganze Pack besteht aus drei Sachen. Wie gesagt, wir haben hier die Weidemann, den Weidemann direkt. Und danach müssten eigentlich noch die Schaufeln kommen. Die müssten jetzt wahrscheinlich in der Kategorie Frontlader sein. Nein, sind sie nicht. Dann sind sie bestimmt unter diverses. Jawohl. Wir haben den Weidemann Mistgreifer für 500 Euro und für 1800 Euro die Weidemann Schaufel. Mit allen möglichen Fruchtsorten wieder bestückt. Was man sehen kann, die Schaufel ist ein bisschen abgenutzt, sieht also echt gut aus, ist im Prinzip nichts anderes als die originale Teleskopladerschaufel im LS15. Ich muss sagen, diese Mistgabel sieht aber echt richtig toll aus, bisschen abgenutzt, texturmäßig echt geil. Ja, und hier der Weidemann, wie ich schon sagte, er sieht Hammer aus, er ist Hammer, die Felgen, die Reifen sehen echt toll aus, man kann auch sagen, diese Schrift hinten ist nochmal super. Was das jetzt ist, kann ich nicht entziffern. 103 irgendwas. 30er, 30 fährt er Maximum. Im Heckbereich ist das schöne hochauflösende Weidemann-Logo mit zwei Warndreiecken beschildert, beziehungsweise aufgeklebt. Im Heckbereich sehen wir eine minimale Verpixelung, aber von hier fällt das nicht mehr auf. Ich muss sagen, die Texturen sind gut. Das Modell ist noch besser. Die Felgen, beziehungsweise die Achse sieht hier nicht so wahnsinnig toll aus. Das kann man ja ruhig sagen. Unterbau ist jetzt auch nicht so brutal. Dafür hier Knicklenkfunktion. Die ganzen Hydraulikschläuche sind alle vorhanden, auch wenn ein bisschen eckig. Ja, was... Was haben wir ansonsten noch? Wir haben natürlich einen tollen Sound, den ihr spätestens jetzt hören müsstet. Und der ist wirklich gut. Maximalgeschwindigkeit, wie angekündigt, die 30 km/h. Hoflader können wir hier ganz normal mit der linken Maustaste anheben. Wir haben Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten. Wir haben Nerundumleuchte LS15 standardmäßig. Wir haben Blinker standardmäßig. So muss das sein. Wie gesagt, optisch gefällt mir das Teil sehr, sehr gut. Wir haben keine Spiegel verbaut innen. Was mich freut innen, dass die Innenperspektive zwar ein bisschen verdunkelt ist, von den getönten Scheiben sieht man ja auch innen, oder sieht man ja auch nach innen, dass die Scheiben dunkler sind, aber diese Verzerrung mal nicht vorhanden ist. Es ist eine top Innenperspektive, die ist nicht gezerrt, ist am richtigen Platz. Man kann hier hochschauen, wie hoch man will. Echt Hammer. Echt Hammer. Das Lenkrad lässt sich toll drehen. Also ich kann hier nichts Negatives feststellen innen. So, jetzt müssten wir noch ausziehen können. Jawohl, das ist also die maximale Länge des Teleskoparms. Und dann können wir auch noch den Mistgreifer aufmachen hier und wieder zu. Funktioniert auch alles bestens. Ja, wir können ihn ungefähr in dem Winkel hier knicken. Das ist absolut in Ordnung. Das ist gut. Und das Teil bekommt von mir jetzt einfach 5 Sterne, weil, kann ich jetzt sehen, weil dieses Teil optisch, modellmäßig, funktionsmäßig einfach alles hat, was man braucht. Es ist ein richtig geiler Hoflader und ich weiß, dass sich viele von euch so einen Hoflader schon echt länger gewünscht haben, weil viele zum Beispiel selbst einen Weidemann oder was ähnliches zu Hause haben. Hier kommt die beste Alternative für euch. Definitiv der beste Hoflader, den ich je getestet habe. Deswegen auch 5 Sterne. Ähnlich wie der Merlo, nur das ist ein Teleskoplader. Beide Hammer, beide top zum Verladen, Ballenladen, alles mögliche. Sucht euch einen aus, aber nehmt auf jeden Fall
den richtigen für euch, aber der ist auf jeden Fall gut mit dabei. Das war's von mir. Bin raus.